Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, uns um ein Vielfaches produktiver und effizienter werden zu lassen. ChatGPT hat das ganze KI-Thema in den Mainstream gebracht und wird mittlerweile von Hunderttausenden von Menschen täglich genutzt. Aber es gibt neben ChatGPT noch viele weitere Alternativen, die dir deinen Workflow, deinen Alltag im Geschäftsleben oder auch im Privaten deutlich erleichtern können. In diesem Video zeige ich dir 10 KI-Tools, die dich zum Produktivitätsbeast machen. Mehr als 40 Millionen Euro. Das sogenannte Darknet. Als die Fahnder zuschlagen, stellen sie bei den Angeklagten rund 500.000 Euro Bargeld, mehrere teure Autos und einen hohen sechsstelligen Betrag in Bitcoin-Währung sicher. Der dunkle Bereich des Internets. Und irgendwann klingelt es an der Tür und du kannst deiner Mutter erklären, dass du jetzt in Haft musst erstmal. Die wahre Geschichte hinter einem der größten Darknet-Marktplätze der Welt. Wall Street Market. Das Buch. Jetzt erhältlich. Das erste Tool ist Perplexity. Perplexity ist eine super Alternative, wenn du Antworten von ChatGPT haben willst. Versteh mich nicht falsch, ChatGPT ist schon ziemlich super, aber das Ganze ist auch ziemlich chatty und Perplexity ist hier ein bisschen anders. Denn das KI-Tool liefert dir kurze und prägnante Antworten auf deine Fragen und verlinkt sogar noch die genutzten Quellen. Tippe einfach ein, was du wissen willst und das Sprachmodell liefert dir eine kurze, übersichtliche und prägnante Antwort zurück. Außerdem hast du auch die Möglichkeit, die generierten Antworten zu teilen oder zu speichern. Das Tool ist aktuell noch in der Beta-Phase, in meinen Tests war es aber sehr, sehr akkurat und das Konzept ist, glaube ich, schon ziemlich zukunftsfähig. Das Problem, das das nächste Tool löst, dürften viele von euch kennen. Du suchst nach einer bestimmten Information in einem Video und musst dafür natürlich Minuten an Videomaterial durchforsten. Und genau hier hilft das nächste KI-Tool. Die Browser-Extension Glasp generiert dir zu jedem YouTube-Video ein Transkript, das du dann nach der gewünschten Information durchsuchen kannst. Dabei greift das Tool auf ChatGPT zurück und ich persönlich nutze das Tool mittlerweile eigentlich fast täglich, weil es einfach viel, viel schneller geht, bestimmte Informationen aus Videos zu erhalten. Eine gute Alternative zu Glasp ist übrigens an der Stelle Assembly AI. Auch dieses Tool funktioniert sehr ähnlich. Es erstellt ein Transkript, ist ein bisschen umfangreicher, aber auch hier hast du die Möglichkeit, Informationen schnell aus Videos ziehen zu können. Ich persönlich höre ja gerne Podcasts, vor allem wenn sie informativ sind oder auch was mit IT zu tun haben. Aber ich habe ein Problem mit Podcasts. Das Ganze kann schon ganz schön zeitfressend sein. Oft will ich einfach nur eine bestimmte Information haben und erwische mich dann, dass ich irgendwie eine Stunde lang mir einen Podcast reinziehe. Und im besten Fall gehe ich zum Podcast, skippe auf die Stelle, die ich haben will, hole mir die Info raus und mache dann weiter meinen Workflow. Und genau hier hilft das nächste KI-Tool. Die App Snippt fasst dir den Podcast zusammen. Du kannst das Ganze dann auch durchsuchen und du hast auch die Möglichkeit, die sogenannte Snips zu erstellen, also wichtige Teile, die dich interessieren, in den Podcast zu markieren und dir später wieder anzugucken. Die Transkriptfunktion ist bisher leider nur für englischsprachige Podcasts verfügbar, aber auch die Snip-Funktion an sich ist sehr, sehr hilfreich und ich nutze das Ganze wirklich sehr, sehr oft, wenn ich Podcasts höre und bestimmte Informationen aus diesem Podcast ziehen möchte. Schreibarbeiten können ziemlich lästig und auch langwierig sein teilweise und da wünscht man sich ja manchmal ein Tool, das die ganze Arbeit für einen übernehmen kann. Und genau hier kommt das KI-Tool Moonbeam zum Einsatz. Gib Moonbeam einfach ein bestimmtes Thema, eine Beschreibung und ein paar Stichworte vor und das Tool erstellt dir so ziemlich jeden Text. Moonbeam kann dir Essays, Blogartikel, Marketingtexte und sogar Rap-Texte erstellen. Und wenn du sehr oft mit Schreibarbeiten vertraut bist oder oft eben etwas schreiben musst, dann würde ich dir empfehlen, schau dir das Tool auf jeden Fall an. Das kann dir sehr viel Arbeit abnehmen und die Texte sind oft eine gute Grundlage, um weiterzumachen. Neben Moonbeam gibt es natürlich noch weitere Text-KIs, zum Beispiel Neuroflash oder Jasper. Das nächste Tool dürfte für viele von euch interessant sein, die in der Schule sind oder im Studium, aber auch im Berufsleben, denn dieses Tool erstellt dir automatisiert Präsentationen zu deinem gewünschten Thema. Gebe auf tome.app einfach das Thema ein, zu dem du eine Präsentation benötigst und das Tool generiert dir ein Deckblatt, eine Übersicht und auch die einzelnen Folien. Und das Coole, alles ist KI generiert, auch die Bilder, denn das Tool erstellt dir auch Bilder zu deiner Präsentation und diese Bilder werden von DALL-E 2 generiert. Wenn die Präsentation
Applikation erstellt ist, kannst du das Ganze natürlich noch inhaltlich anpassen und auch am Design noch ein bisschen rumschrauben. An der Stelle noch ein kleiner Tipp. Oft generiert das Tool englische Texte. Wenn du Texte oder Präsentationen in Deutsch benötigst, dann schreibe vor dein Thema einfach in Deutsch. Ja, Tool Nummer 6 ist überhaupt kein einzelnes Tool, sondern eine Art von Tools. Ich rede von Text-to-Image-KIs wie Stable Diffusion, Midjourney oder DALL-E 2. Denn alle drei KIs generieren dir aus Text ziemlich coole Bilder. Und das kann im täglichen Workflow natürlich ziemlich nützlich sein, wenn du beispielsweise Bilder für eine App, für eine Webseite oder sogar ein Buch benötigst. Mittlerweile nutzen viele User diese Text-to-Image-KIs auch für ihr Business, zum Beispiel für Bücher. Ich selber habe ein Buch veröffentlicht mit Midjourney unter anderem oder auch für Print on Demand oder Etsy. Wenn euch das Thema Print on Demand und Geld verdienen im Allgemeinen mit KI interessiert, dann schreibt mir gerne einen Comment, da werde ich in Zukunft eventuell auch nochmal ein Video zu machen. Ich persönlich nutze Midjourney am liebsten. Wie gesagt, das habe ich auch für das Kinderbuch genutzt, das ich veröffentlicht habe als Experiment, denn ich erhalte hier einfach die allerbesten Ergebnisse. Wichtig ist aber, dass ihr eine richtige Prompt schreibt, also die richtige Anweisung für die KI. Denn ist die Anweisung scheiße, ist auch das Bild nicht wirklich gut. Aber um wirklich gute Prompts erstellen zu können, können dir Prompt-Generatoren wie Promptmania oder Phrasr wirklich sehr gut weiterhelfen. Und wenn du mit Text-to-Image-KIs arbeiten möchtest und ein bisschen Inspiration brauchst, dann kann ich dir Promptmania empfehlen. Auf dieser Plattform posten User ihre Ergebnisse mit den unterschiedlichen KIs und du kannst dir auch die Prompts angucken, die diese User für die jeweiligen Bilder genutzt haben. Das nächste Tool hilft dir, schnell gewünschte Informationen zu finden. Ich spreche von der KI-Suchmaschine Finder. Finder vereint eine klassische Suchmaschine mit den Vorteilen einer KI. Gib einfach eine Frage ein und auf der rechten Seite erhältst du klassische Suchergebnisse. Auf der linken Seite fasst dir die KI aber alles kurz und prägnant zusammen. Und du hast da eine Quick Answer für schnelle Informationen. Wenn du mehr wissen möchtest, dann stellt dir die KI aber auch eine detaillierte Antwort zur Verfügung. Ich persönlich nutze Find immer mehr, vor allem wenn ich eine schnelle Antwort zu einem bestimmten Thema haben möchte. Und ich glaube, diese Art von Suchmaschinen wird den großen Playern wie Google in Zukunft wirklich Konkurrenz machen können. Und ich bin gespannt, wie sich die klassischen Suchmaschinen da positionieren wollen. Und auch das nächste Tool hat was mit Suche und Suchmaschinen zu tun. Ihr kennt das Problem sicher, ihr sucht eine Info zu einem bestimmten Thema und zwischen den ganzen Ads und SEO-Müllartikeln findet ihr eigentlich gar nicht die Informationen, die ihr haben wollt. Und genau hier ist die Browser-Extension ChatGPT for Search Engines sehr, sehr nützlich. Denn dieses Tool integriert sich direkt in deinen Browser und du erhältst immer, wenn du eine Suche startest, auf Google beispielsweise, im rechten Bereich eine kurze Antwort zusammengefasst von ChatGPT. Und mit diesem Tool kannst du ChatGPT direkt aus dem Browser nutzen und zum Beispiel ergänzende Fragen zu deiner Suche stellen. Die nächste Seite ist nicht wirklich ein einzelnes KI-Tool, sondern ein Verzeichnis von hunderten KI-Tools, die du für die verschiedensten Zwecke nutzen kannst. Auf Futurepedia findest du unter anderem KI-Tools zum Thema Audiobearbeitung, Copywriting, Coding, aber auch eher skurrile Kandidaten wie die Chatty Cat, die mit dir über WhatsApp kommunizieren kann. Wenn dich das Thema KI interessiert und du wissen willst, was es so für Tools gibt, dann schau auf jeden Fall auf der Seite vorbei. Ich persönlich gucke immer wieder mal rum und habe da schon ziemlich viele coole Tools gefunden. Excel kann ein ziemlich mächtiges Tool sein, wenn du die richtigen Formeln kennst. Du kennst das Problem bestimmt, du hast ein Problem, das du mit Excel lösen möchtest und suchst im Internet nach der passenden Formel und du wirst einfach nicht fündig und das Ganze frisst schon ziemlich viel Zeit. Und genau hier hilft dir das KI-Tool Excel FormulaBot. Gib einfach dein Problem ein und das KI-Tool generiert dir automatisiert die passende Formel für Excel. Und das Ganze funktioniert auch umgekehrt. Du hast eine Formel, von der du nicht weißt, was diese Formel eigentlich wirklich macht. Gib die Formel einfach ein und du erhältst von der KI eine passende Erklärung zu der jeweiligen Formel. Neben Excel funktioniert das Ganze übrigens auch mit Google Sheets und dieses Tool ist ein echter Timesaver, wenn du oft mit Sheets oder Excel arbeitest. Ja Leute, das waren 10 Tools, die deine Produktivität dauerhaft steigern können und an der Stelle würde mich interessieren, ob du schon KI-Tools in deinen Workflow eingebunden hast und wenn ja, welche, schreib es mir gerne unten in die Comments.
Und übrigens, auch ich habe ein Buch nur mit KI-Tools geschrieben. Wenn euch das Thema interessiert, dann findet ihr das Buch unten in der Videobeschreibung und in der Endcard findet ihr auch das passende Video. Für heute sind wir durch und ich würde sagen, gerade bleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Beat, dog, status, I'm a beat, dog, bitch. I pull up on the block, eat a